Kapitel 3 beendet. Wie geht's bei Peach jetzt weiter? Ich frage mich, wie es Mario ergeht. Glaubst du, er hat einen Weg gefunden, diesen Tubablubber zu besiegen? Das frage ich mich auch. Ich bin so besorgt. Was, wenn Mario verletzt worden ist? Nun, wir sollten uns nicht mit solchen Fragen quälen. Warum schleichen wir uns nicht nochmal raus und versuchen ein bisschen zu lauschen? Wenn es Mario tatsächlich gelungen ist, Tubablubber zu besiegen, dann müssen Bowser und seine Leute mittlerweile völlig aus dem Häuschen sein. Glaubst du nicht auch? Ich finde das lustig, dass Peach so ganz nett ist, ganz brav ist. Ich mach gar nichts, ich bin ganz lieb. Und dann triggerst du dieser böse Gedanke im Kopf. Komm schon, du willst doch raus. Komm, du darfst es nicht, aber deshalb willst du doch umso mehr. Wie lustig. Ja, du hast recht, Twink. Es hat keinen Sinn, hier herumzusitzen und sich Gedanken zu machen. Lass uns versuchen, etwas herauszufinden. Die Gedanken gewinnen! Yeah! Ab nach draußen, da können wir ja nicht raus. Benutzen wir den Knopf an der Wand, den Bowser immer noch nicht entfernt hat. Vielleicht weiß er auch gar nichts davon. Ich frage mich, ob Peach selber das hier eingebaut hat als Sicherungsmaßnahme oder ob das wirklich von Bowser kommt? Nee, es muss ja von Peach kommen, oder? Sie muss sich da wahrscheinlich schon vorher Gedanken gemacht haben, falls das mit Bowser schon wieder passieren sollte. So. Oh, verdammt. Das kann nicht sein! Nein, nein, nein! Nochmal der Reihe nach, aber langsam! Eure Verdorbenheit, was ich versuche euch zu sagen ist, Tubablubber wurde von Mario besiegt. Nun, das ist eigenartig, Al. Du mir gesagt hast, dass er unbezwingbar ist. Wie kann man jemanden besiegen, der doch eigentlich unbezwingbar ist? Hi. Blöder Mario. Wahrscheinlich hat er das Geheimnis herausgefunden, dass Tubablubber nicht mehr ganz so unbezwingbar macht. Und dann hat er ihn besiegt. Ich verachte Mario! Eure Schmutzigkeit, wir müssen uns rasch eine andere Taktik einfallen lassen. Mario geht nun sicher zu Shy Guys Spielzeugkiste. Ja, daher sollten wir etwas für ihn vorbereiten. Ich werde mich nicht mehr damit zufrieden geben, ihn verprügeln zu lassen. Wir müssen seine Schwachstelle herausfinden und ihn völlig demütigen. Ja! Cabby Cooper, finde heraus, was Mario hasst und... Bei allen Kröten, warum ist Prinzessin hier? Was ist nun mit dem Wachen los? Nein, wartet, das ist eigentlich sehr passend. Meine schelmische Prinzessin, wir haben gerade über die Schwachpunkte unseres Freundes Mario gesprochen. Also Prinzessin Peach, was könnt ihr mir über diese Schwachpunkte von Mario berichten? Und ihr müsst ehrlich sein, welches dieser Dinge hasst Mario am meisten? Goomba? Klubber? Ich weiß nicht, was ein Klubber ist. Und Pilz. Er hasst Pilze. Ganz sehr. Hast du nicht den Mario-Film geschaut? So. Ausgezeichnet. Gibt es noch etwas, das ihn mit Abscheu erfüllt? Fuzzies, Hammerbrüder, Donnerzorn. Ich glaube, Donnerzorn ist ein Item. Ja, gib mir die Wahl. Gut. Und wie steht's damit? Was hast du davon am meisten? Pockys? Koopatrouille oder Super Soda? Er hasst Super Soda. Er hasst Trinken. Oh, ausgezeichnet. Perfekt. Danke, Prinzessin. Stelle sicher, dass Mario über all das stolpern wird. Diesmal werden wir ihn besiegen. Hast du dir alles gemerkt, Cabby Cooper? Mach dich sofort auf den Weg. Oh, natürlich, eure Knorrigkeit. Jetzt ist Mario dran. Oder etwa nicht? Ich habe tatsächlich leichte Zweifel. Aber es ist ein Befehl von König Bowser. Ich habe keine andere Wahl, als ihn zu befolgen. Wir werden schon sehen. Natürlich wirst du das. Meine Taktiken sind brillant. Sie sind wahre Kunst. Nun, Cabby Cooper, lass Prinzessin Peach sofort auf ihr Zimmer zurückbringen. Endlich werden wir Marios Ende erleben. Endlich! Wachen! Achtung, Prinzessin Peach, bitte sofort auf ihr Zimmer. Jawohl, Madame. Es gibt eine weitere Gehaltskürzung. Sorry, Boss. Nein, schon wieder! Nein, jetzt haben die gesagt. Nein, schon wieder Gehaltskürzung. Wie die Twink nie sehen. Aber okay, Shy Guys Spielzeugkiste? Hallo, Mario. Ich wusste, du würdest es schaffen. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll, aber auf jeden Fall war die Entscheidung, dich um Hilfe zu bitten, durchaus richtig. Du bist ein großer Mann. Jetzt, da ich wieder frei bin, kann ich auch dir helfen. Ha!
Neue Sternenability. Mario Sternkraft erhöht sich auf 3. Mario hält die Sternkraft Sternensturm. Der Sternensturm bricht über alle Gegner herein. Cool. Mario, leider habe ich eine schlimme Nachricht nur für dich. Bowsers Kraft scheint von Sekunde zu Sekunde zuzunehmen. Vermutlich wächst seine Kraft aufgrund des Sternstabes. Wir sind uns nicht mal sicher, ob er es überhaupt bemerkt, aber ohne Zweifel hat seine Macht unglaublich zugenommen. Zukünftig müssen wir noch viel vorsichtiger sein. Es tut mir leid, dass ich euch schon verlassen muss, aber ich muss zum Sternhafen zurückkehren. Die anderen Sterne warten dort schon auf mich. Und bitte verrate niemanden, dass ich mich im Nimmer-Nimmer-Wald verirrt habe. Danke, Mario. Bis bald. Ciao. Aber was hält jetzt Bowser davon ab, die 3 Sterne, die wir gerettet haben, wieder zu stehlen? Also jetzt mal ohne Witz, da mache ich mir schon Sorgen um die armen Sterne. Aber na gut. Wir sind natürlich hier wiederum zurück zu Paper Mario. Wir sind jetzt hier Ende Kapitel 3. Ja, ich schätze, wir rennen jetzt einfach den Weg zurück. Nach Hause. Oder? Gibt es auch irgendwas, was wir tun können? Mir würde leider nichts einfallen. Sind wir geheilt? Scheinbar. Passiert nichts. Ja, die Röhre ist halt nicht aktiv. Die hätte uns jetzt geholfen. Gut. Dann renne ich halt mal zurück. Ich glaube, wenn ich hier einmal den Wald falsch mache, dann komme ich sowieso recht am Anfang wieder raus. Was das einfacher machen sollte. Nein, ah, Käfer, geh weg von mir. Ich habe mich in diesem Gruselwald verirrt. Ich fürchte mich nicht so sehr. Was? Nee. Oh, Mario. Oh, dann, ich meine, aha. Oh, Junge, hast du ein Pech, schon wieder in mich reinzustolpern. Wer ist dieses Kind? Was für ein dreckiges kleines Gausenkind. Er muss sich verirrt haben. Hey, halt die Klappe. Ich habe mich nicht verirrt. Ich bin dein schlimmster Albtraum. Hier kommt der Schmerz. Der kleine Idiot schon wieder. Was will er von uns immer? Was ist das für ein Problem? Glaub nur nicht, dass du mit mir so ein leichtes Spiel haben wirst wie bisher. Pass gut auf. Mehr Kraft. What? Er kann fliegen. Hä? So Dracula-Flüge. Hatten die mit dem Devil gemacht. Ha, ja, jetzt geht's rund. Mal sehen, wie der neue verbesserte Junior Trooper gefällt. Okay. Scheinbar müssen wir ihn nochmal scannen. Den ersten Kampf konnte man aber nicht scannen. Deshalb war er wahrscheinlich sehr ähnlich zu dem danach. Das ist ein Junior Trooper. Ich krieg nicht genug von dem Kerl. Hat sich unser Jüngchen im großen, finsteren Wald verirrt? 40 KP, 5 Angriff, 1 Verteidigung. Offensichtlich hat er sich Flügel zugelegt und kann jetzt fliegen. Du musst springen, um ihn zu erreichen. Er ist auch ein wenig stärker geworden, also solltest du alle verfügbaren Items einsetzen, um ihn zu schwächen. Na wirklich? Meinst du? Boah, 4 Schaden und das war geblockt. Okay. Ja gut, den Donnerblitz brauchen wir auch nicht mehr. Das ist schon zu schwach geworden. Aber warte mal, was kann eigentlich unsere neue Sternkraft? Sternensturm, ein Schwarm von Sternen, stürzt hernieder. 7 Angriffskraft, kostet aber dafür auch 2 Sternleisten. Doch, wisst ihr was? Das lohnt sich total. 7 Schaden? Machen wir das mal. So. Da, ein paar haben ihn getroffen. Yeah. 7 Schaden auf alle, das ist sehr, sehr gut. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Okay, du lädst dich auf. Sehr nice. Dun, dun, dun. Mist, 5 Schaden. Das ist gar nicht gut. Versuch den Powerhüpfer. Boing. Boing. Warum so wenig Schaden? Nein, was? Was zur Hölle? Ich hasse das. Ich glaube, den Dauerhüpfer tue ich vielleicht wieder raus. Weil jetzt, wo wir die Stampfattacke haben, ist das Timing komplett anders. Also zumindest fühlt es sich jetzt anders an. Und das nervt mich. Warte. Mann, erstmal die Kopfnuss von Gumbario. Bam! 10 Schaden weniger. Ja, 10 Leben weniger. 10 Schaden gemacht. Genau. Und irgendwie haben wir nichts anderes, oder? Ich frage mich, ob das Wiegenlied funktionieren würde. Schläfert Gegner mit einem sanften Wiegenlied ein. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das geht nur für normale Gegner. Er ist ja ein Bosskampf, so ein Zwischenboss. Komm, versuchen wir es einfach nochmal. Ich habe genug BP.
Ja? Nee. Nee. Verdammt! Oh, nervt mich das jetzt. So, lädt euch auf. Sehr gut. Doing. Machen wir nochmal einen Sprung. Passendes Timing, my lady. Verdoppelte Angriffskraft. Also okay, verstärkt. Aber doch, es ist verdoppelt. Bam! Nächste Runde ist er down. Denn Gumbario hat da was vorbereitet für dich, Kollege. Bam! Bam! Der lebt noch? Wie lebt er noch? Unmöglich! Bam! Jetzt ist er down. Ich habe vergessen, dass er eine Verteidigung hat. Ah, die XP nehme ich mit, danke. Nein! Verdammt! Aber der Kollege hat sich immer noch verlaufen. Mache so, yeah! Okay, komm, hau ab. Das muss uns jetzt rausbringen. Habe ich recht? Ernsthaft? Ich muss jeden einzelnen falsch machen erstmal? Bitte nicht. Jetzt gehe ich auszusehen in einem richtigen Reim wieder weitergegangen. Nein, hoffe es nicht. Jawohl, warte, das war vielleicht richtig. Ja, das war sogar zufällig richtig, das erste. Das zweite war falsch. Okay. Oh, ich habe es im Wald rausgefunden. Ich könnte den Boden küssen. Juhu! Freu dich. Yay. Yippie. Und ich bin froh, dass wir auch aus dem Wald raus sind. Obwohl, ich muss sagen, der Wald war ziemlich cool. Ist die Musik hier anders als sonst? Die Scheigeister haben die ganze Stadt in Aufruhr versetzt. Aber verglichen mit Geistern sind Scheigeister ein absolut geringes Übel. Warte, Scheigeister übernehmen die Stadt gerade? Habe ich das richtig verstanden? Oh nein, meine Lieblingsbratpfanne! Was? Sind wir Mario RPG oder was? Was geht denn da? Omnity, nein! Die Musik ist so verschnitten auf einmal. Ah, hallo Schatzi. Danke, dass du mich besuchen kommst, aber ich fürchte, ich kann jetzt nicht kochen. Es tut mir leid. Meine gute alte Bratpfanne wurde von einem Scheiger gestohlen. Das bricht mir das Herz. Das können wir nicht zulassen. Das können wir einfach so stehen lassen. Na warte mal, wenn wir schon mal hier sind, haben wir eigentlich noch ein paar Briefe für Tortor? Feisty. Nahe des Eingangs vom Nimmer-Nimmer-Wald. Da waren wir doch gerade. Nahe des Eingangs. Und dann Frankie im Buhu-Villa. Nein! Ah, da waren wir doch vorhin. Hätte ich machen sollen, ich Idiot. Egal, wir kriegen dann auch sowieso noch später eine Röhre für. Da mache ich das dann, wenn es soweit ist. Und ihm hier geben wir jetzt den Brief. Er ist nämlich Feisty. Ja, bitteschön, der ist für ihn, glaube ich. Ha, ich frage mich, wer Butler ist. Oh nein, nein! Das ist von einem Geist! Hier steht, während du schläfst, werde ich mich an dich heranschleichen. Boom! Er liebt es, mich zu erschrecken! Glaubst du, er wird schleichen? Finsternis, oh Baby! Ich werde nie wieder schlafen! Reiß zusammen, Feisty! Bleib standhaft! Sage nicht, ich werde es schaffen! Ja, nimm das! Danke. Okay. Hey, mir geht es wieder besser. Yay. Was ein Brief. Oh Mann. Aber der ist hier abgehauen, oder? Ich glaube, in die Richtung ist er los. Mario! Hi. Mario. Schön, dich zu sehen. Ah, hi, Trink. Wir haben herausgefunden, dass du Trubablubba besiegt hast. Ich wusste, du würdest es schaffen. Als uns die Neuigkeiten verhalten, war die Prinzessin sehr erleichtert. Oh ja, ich habe neue Informationen über die Sterne, die noch immer gefangen sind. Hast du schon jemals von Scheiger Spießerkiste gehört? Nö. Es scheint, als wird einer der Sterne dort festgehalten. Aber wo in aller Welt befindet sich diese Spießerkiste? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht fragen wir uns mal die Toads, vielleicht haben die Ahnung. Ah, das war knapp. Ich muss zur Prinzessin zurück. Viel Glück, Mario. Prinzessin Peach und ich denken immer zu an dich. Ich will doch mal hoffen. Oh nein, nicht der Typ schon wieder. Wollen wir es versuchen? Nein. Obwohl er eigentlich hilft, er gibt einen kostenlosen Level-Up dafür, dass er alles durcheinander macht von deinen Stats. Aber ehrlich gesagt, nein. Einmal reicht, glaube ich.
Einmal reicht, glaube ich. So. Ist er hier hin? Hat einer von euch ihn gesehen? Hä, warte mal, wo ist sein Kollege? Hä? Vermaledeit! Der kleine Zappler ist fort! Wo ist dieser Fussipiet hin, hä? Vielleicht hat ihn ein Fisch gefressen? Was ein Pech! Das will ich da mal nicht hoffen. Ist hier nicht so gut. Aber hier gibt's auch nichts zu tun. Wo ist der denn abgehauen? In welche Richtung? Hä, warte, was? Das ist ein riesiger Wal! Der war vorher aber nicht da, das kann ich euch sagen. Daran hätte ich mich erinnert. Hallo? Ich kann auch nicht mit ihm reden. Ist jemand drin, der uns helfen kann? Es ist so still. Nee. Ich glaube, hier hilft uns auch keiner weiter. Sind wir vielleicht falsch abgebogen? Aber hier kann doch eine neue Textbox. Ne? Ja, hier hatten wir die neue Textbox. Das heißt doch eigentlich, dass wir hier in der richtigen Richtung sein müssten, oder? Vielleicht in einem bestimmten Gebäude? Im Itemladen vielleicht? Hallo? Hey du! Dieb! Oh. Richtig geraten. Wo ist er hin, hä? Jetzt ist er wahrscheinlich beim Hafen, oder? Ich war zu voreilig. Lass mal sehen. Ist er hier? Habt ihr ihn gesehen? Nein? Vielleicht nicht? Hä? Wo ist er hin? Der blöde Shy Guy. Wo versteckt er sich diesmal, hä? Hier? Hm? Nee, sind wir nix. Oder scheint nur so. Nee, ich glaube, das ist wirklich nichts. Vielleicht nebenan? Nö, auch nix. Euch geht's gut. Das ist schön. Mach ich jetzt durch die Wand. Und ihr habt auch keinen Scheiger gesehen? Nein? Vielleicht in die Richtung? Vielleicht ist er wieder zurück abgehauen? Gucken wir mal. Ist der nur hin? Warte, vielleicht gibt uns die Item. Der Itembesitzer, die Itembesitzerin, was auch immer. Vielleicht gibt uns die Person einen Hinweis. Versuchen wir es mal. Was ist ein Dude? Oh, Mario, du bist es. Ein Scheiger hat meine Lagerschüsse gestohlen. Ich kann meinen Laden nicht führen, wenn ich nicht in den Lagerraum kann. Was soll ich denn jetzt bloß tun? Ja, sag mir doch zumindest wohl, in welche Richtung er abgehauen ist. Oh Mann, ey. Das gibt's doch nicht. Soll ich jetzt wirklich alles... Das ist nicht dein Ernst, oder? Soll ich jetzt wirklich überall lang? Na gut, wenn auf der Overworld hier nichts passiert, muss er in irgendeinem Haus sein, oder? Hier würde ich ihn vermuten, aber hier ist er nicht. Na gut, dann weiß ich nicht. Okay, ich habe jetzt herausgefunden, dass man hier in dieses Haus neben Omnities Haus rein muss, aber das ist verschlossen. So, und wie man da reinkommt, ist durch die Kanalisation. Gibt es irgendwo einen Weg, der einen direkt ins Haus lässt? Ja, das muss ich jetzt nachschauen, weil darauf wäre ich ehrlich gesagt nicht wirklich gekommen. Oh, das können wir jetzt öffnen. Ist es das schon? Boing. Wo sind wir denn jetzt? Okay, wo mich die Röhre hinbringt, ist glaube ich offensichtlich. Da rechts ist Floß, keine Ahnung. Und... Ja, der Sound hat gesagt, wir sind hier richtig. Aber was zur Hölle seid ihr bitte für welche? What the hell? Wie die mich auch anstarren. Was ist denn mit denen falsch? Das ist ein Fies-Cooper. Fies-Coopers sind Coopers, die in den Tunneln von Toadtown leben. Sie sind dafür bekannt, ihre Gegner zu verwirren. 8 KP, 3 Angriff, 2 Verteidigung. Wenn sie grinsen, solltest du besonders vorsichtig sein, weil sie dann ihre Verwirrungsattacke vorbereiten. Ihre Verteidigung sinkt auf 0, wenn du sie umwirfst, also setze Sprungattacken ein. Okay, sie lächeln gerade, also müssen wir springen? Habe ich es richtig verstanden? Bam, ja, ist richtig. Er steht wieder auf! Was zum... hey! Boah, wie Mario da steht, boah, so... Was sehe ich dir heute wieder in den YouTube-Trends? So guckt Mario einfach gerade. Ja, verdammt, beide lächeln. Was mache ich denn jetzt? Mist. Hier draufspringen? Ich weiß es nicht. Und was muss ich jetzt tun? Machst du überhaupt Schaden? Ja, okay. 2 Schaden. Weil ich ihn umwerfe. Ich bin so umwerfen. Stopp! Nein! Auf! Verdammt!
Das kann so nicht weitergehen. So, bam. Steht wieder auf. Man macht einen normalen Angriff. Aua. Okay, Mario. Oh Gott, der ganze Müll im Hintergrund. Ihhh. Sehe ich erst jetzt. Machen wir den Kopfnuss? Machen wir Kopfnuss. Der ist ja zumindest schon mal weg. So, ciao. Und die geben. Oh, die geben aber einen richtig viel XP. 5? Sonst sind wir 2, maximal 3 gewohnt. 5? Ich hab mich nicht heilen können. Geil. Das wird langsam sehr problematisch. Ich hoffe, der Power Dowels hilft mir endlich wieder. Aber so oft werde ich ihn nicht treffen. Oder? Oder? Komm schon! Komm schon! Bam! Wow! Okay, dann lass ihn doch immer drin. Die 10 Erfahrungspunkte sind nice. Aber ich komme nicht mehr raus. Ich habe keine Heil-Items. Und hier sind noch mehr von denen. Ich bin tot. Ich bin tot, Freunde. Das wird nichts mehr. Es sei denn. Ja, das hilft auch nicht. 7. Sie sind nicht tot. Ich hab nichts. Warte mal. Legt Schadentiere flach. Puh, das ist riskant. Das könnte funktionieren. Ich bin sowieso fast down. Von daher probier's mal. Ja! Okay, okay, okay. Darauf habe ich gehofft. Ja, meinetwegen kannst du die angreifen. Oder aber nicht viel ändern. Okay, greift mich keiner an, ne? 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 Gut, 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 gut. Sternsturm! Komm, höre mein Gebet! Großer Professor! Greif sie an! Yeah! Puh! Bitte ist da nicht noch ein Dritter im Raum, sonst habe ich ein riesiges Problem. Ja! Doppelte XP! Nein, das habe ich umso mehr aufpassen, dass ich sterbe, weil das ist luck-based. Nein! Oh, aber 30 XP hat sich trotzdem gelohnt. Oh mein Gott. Die Tore sind nicht aufgegangen. Hier ist noch einer. Stopp! Habe ich irgendwas zum Heilen? Nichts? Gar nichts? Ich kann mein Horinig-Sirup nehmen zumindest. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, Freunde. Ich setze die ganze Unsichtbarkeit ein. Das ist meine Idee. So, der erste ist schon mal verwirrt. 4! Das ist aber ein schlechter Scherz, oder? Oder? Alle Gegner werden verwirrt. Der eine ist schon verwirrt. Andererseits, ich habe nichts anderes. Also alle Gegner, wenn es funktioniert. Ich versuch's mal. Stoppuhr! Na? Wirkt es? Es hat gewirkt. 4 Runden! Halleluja! Aber die XP! Aber ich habe nur 2 Leben! Aber die XP! Die XP! Ich will die XP! Bam, 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 bam! Oh. 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 Nun, die Stoppuhr ist ganz cool, aber das hat mir jetzt nicht geholfen. Aber wisst ihr was? Ich nutze einfach die Zeit, um ein bisschen zu fokussen. Ein bisschen einfach aufladen. Und dann spuck ich alle weg. Spuck ich alle weg, genau. Ja doch. Machen wir das so. Nichts tun. 2 Runden. Fokus. Habe ich schon zumindest schon mal eine Leiste voll? Das ist die Taktik, Freunde. Das ist die Taktik. Ja. Nichts tun. Eine Runde. Ich mache nochmal Fokus. Habe ich 2 Leisten voll. Und ich mach Spuk. Bitte klappt das.
Okay, komm. Es muss jetzt funktionieren. Komm, 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 es muss funktionieren, Bitte, 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 bitte. Nein! Ich kann fliehen, oder? Warte mal, ich muss sie aber trotzdem besiegen. Das bringt nichts, ich muss sie trotzdem besiegen. Okay, Freunde, wir haben hier einen riesigen Spaß. Na gut. Mach erstmal Erfrischung. Für den Fall, dass irgendwas Dummes passieren sollte. Und dann Sternensturm, würde ich mal sagen. Alter, dass die Folge nur aus diesem Kampf hier besteht, hätte ich nicht gedacht. Aber es ist gerade wirklich sehr, sehr knifflig. Ja, Unsichtbarkeit auf jeden Fall. Fass mich an, danke. Dann werden wir beide unsichtbar. Das kann uns nichts anhaben. Rennt weg. Es funktioniert nicht, Freunde. Was tun wir denn jetzt? Hey, es gibt aber auch nochmal richtig viel XP. Wenn alle 5 geben, haben wir 20 Erfahrungspunkte. Sind wir schon wieder fast mit dem Level ab. Das ist die Frage, was wir upgraden wollen, ne? Ach, verdammt, ich hab's noch nicht auf. Hey, das ist gar nicht mal so schlecht jetzt. Versuchen wir mal das Wiegenlied. Wenn es alle einschläfert, haben wir nochmal 4 Runden oder so. Und dann greifen wir sie auch immer an. Dann haben wir 2 Gegner weniger. Weil alles klappt. Okay, schade. Einen hat sich erwischt. Und da greife ich an? Oh no. Oh no. Ich muss es versuchen. Ich muss versuchen. Er muss weg. Das ist ein riesen Problem gerade. Wenn er nicht stirbt, werde ich. Kann ich gefallen. Das kann nicht sein. Der muss weg, der muss weg, der muss weg, der muss. Oh, Gott sei Dank. Okay, der erste ist weg. Hab nur noch eine Runde Zeit für die anderen. Und vielleicht greifen die danach an. Greifen die danach an? Ich weiß es nicht. Ich mache Erdbeben. Alle 2 Schaden. Und sie sind alle umgekippt. Und? Ich riskiere es. Eigentlich dürften die danach nicht mehr angreifen. Die haben ja noch eine Runde. Mit diesem Effekt. Richtig? Ja, war richtig. Okay. Folgendes Problem. Nein, warte, kann ich nicht machen. Das kostet 3. Nee, 2. Okay, das kostet 2, unsichtbar zu werden. Und das kostet 2. Dann machen wir das. Dann ist der vordere schon mal down und die hintere kriegen Schaden. Und ich kann mich unsichtbar machen vor den hinteren Angriffen. Oh, die Strats, Freunde. Die Strategie. Wir haben sie. Und wir haben auch diesen Kampf jetzt. Oh. Oh. Nun, ich habe ein Problem. Ich verschwende jetzt meinen Ahornsirup. Yay. Verdammt, ich habe falsch kalkuliert. Und ich bin tot. Beinahe? Warum das denn? Geil. Aber das braucht mich trotzdem. Doch nicht. Was? Hab ich einen Orden ausgerüstet, der mich schützt, wenn ich fast tot bin? Ich kann mich nicht erinnern, aber scheint ja gerade so. Wow. Okay. Greifen wir ihn an. Bitte besieg ihn. Bitte. Bitte. Danke. Oh, ich bin am Schwitzen. Und das nicht nur, weil es warm ist. Das bringt nichts. Komm. Auf Nummer sicher gehen. Einfach nur mal auf Nummer sicher gehen. Und den letzten haben wir jetzt auch. Und dann in der nächsten Folge finden wir heraus, was es mit Shy Guys Spielzeugkiste auf sich hat. Also Freunde, seid auch beim nächsten Mal dabei in Paper Mario 64. Yeah. So, danke für die... Oh, ernsthaft? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Let's go. Holt euch immer diesen Zauber. Ein halbes Level up war das.
Boah, was nehme ich denn jetzt? Mehr KP? Mehr KP. Mehr KP. Habe ich gerade am meisten nötig. Ich will nicht immer nur so alles nach der Reihe machen. Bam. Warte mal, das sind Dinger. Da traue ich mich nicht durch. Noch nicht.